Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. So, beim letzten Mal haben wir natürlich den Feuertempel erlöst, fertig gemacht. Wie auch man das nennen möchte. Drei weitere Dungeons fehlen uns noch. Das ist immer das Albtraum-Dungeon oder ja, Horror-Dungeon, dann Wüstentempel und Wassertempel. Einer von diesen Dingern ist der Wassertempel. Oh boy. So, ich bin jetzt nicht zu 100% sicher, was ich jetzt nächstes machen muss, also welchen von den Tempeln. Ich glaube aber, es ist der Wassertempel. Und dann kam, glaube ich, der Dunkelheit-Tempel. Und dann kam der Wüstentempel. Ich meine, der Wüstentempel war, glaube ich, der letzte. So, besättigen wir erstmal ein paar Zombies. Ja, bis jetzt haben wir ja auch keinerlei Informationen bekommen. Warte mal, ich glaube, bei dem hier drin kann man Geister abgeben. Das wäre zumindest ganz praktisch. Hallo, einäugiger Creep. Oh, du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz ansehnlich und mutig. Du heißt Link, nicht wahr? Schau nicht so. Ich kann Gedanken lesen. Okay. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Wow. Okay. Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Yay, Genozid. Kinderfreundlich. Ich kann nur hoffen, dass es auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen alle den Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Hehehe. Gut, wir haben einen. Du hast 50 Punkte, wieso wie 100 Punkte für einen Nachtschwärmer? Moment nochmal. Na, mein Junge, hast du ein Irrlicht oder einen Nachtschwärmer? Dabei, ich gebe dir 10 Rubine für ein Irrlicht. Oh ja, reich belohnen. Hättest du 50. Okay. Wir haben ja einen. Ein Irrlicht natürlich. Tada! Oh, du bringst mir etwas. Nun, lass sehen. Es ist ein Irrlicht. Hier sind 10 Rubine. Vielen Dank. Okay. Ich meine, so ist ja seine Bude nicht mal so sonderlich ungemütlich. Also das muss man ja schon sagen, aber... Ich weiß nicht, so mit dem ganzen Seelenhandel. Sofern ich nicht zufälligerweise die Rüstung des alten Drachentöters kriege, ist das nicht so meins. Dadurch, dass wir jetzt natürlich ein bisschen mehr durch die Gegend laufen, sollten wir Epona kriegen. Ne, Moment, das ist das falsche Lied. Das ist das nicht Eponas Wiegenlied. Zelda. Zelda hat kein Wiegenlied mehr. Wieder nochmal? Nee, ich habe gerade keinen Plan. Ich muss mal nachgucken. Lalalala, bevor ich mir irgendein fürchterliches Lied zusammenreime. Hoch, links, rechts. Ah. So, da haben wir Epona. Wo auch immer du die ganze Zeit dich rumtreibst. Wir haben schon weite Teile eigentlich hier gesaved. Ah, ich bin gar nicht sicher. Hey, was ist das? Moment, ist das nicht ein Dings? Das ist, glaube ich, ein Nachtschwärmer. Wop. Ja, was hättest du denn gern? Du hast einen Geist vernichtet. Willst du ihn in einer Flasche aufbewahren? Klar. Du hast einen Nachtschwärmer gefangen. Haha.
Ja. Spürst du das? Ein eisiger Wind weht von Zoras Fluss herüber. Ja, da müssen wir definitiv jetzt den Wassertempel machen. Oh boy. Das wird ein Spaß. Nein, halt, stopp. So, meine Master Aiming Skills haben schon mal dafür gesorgt, ob wir schon mal einen Nachtschwärmer haben. Ein Irrlicht. Komm, für dich interessiere ich mich nicht. Oh nein. Mach dein Ding da. Ah, nee, das ist, glaube ich, ein anderer Stein. Der bringt mir nicht viel. Na, weißt du was? Beschäftige dich mit dir selbst. Ich bringe erstmal meinen Nachtschatten weg. Okay, oder ich reite den einfach tot. So funktioniert es anscheinend auch. Na komm, Möhrchen. Kriegst du Möhrchen? Und ich glaube, hier bleibt es jetzt stehen. Ja. Wurde es eigentlich seltsam, wenn man bedenkt, es ist ein Pferd. Normalerweise sollte es schon in ein Schloss reinreiten wollen. Also heißt es jetzt so, oh, ich habe keinen Bock auf den Wassertempel irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, an den hatte ich auch wirklich schlechte Erinnerungen. So. Na, mein Junge, hast du ein Irrlicht oder so? Blablabla. Habe ich tatsächlich. Guck mal hier. Es sieht ganz aus, als ob dieser Gegenstand hier nicht bewegt. Hallo? So. Oh, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich, das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Obendrein hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto. Gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung auf dich. Okay, da wird mich so... Wieso hast du dann ein Foto von der Triforce? Eine geniale Belohnung? Ich weiß gar nicht, ob ich die damals hier gekriegt habe. Irgendein Gegenstand muss das sein. So. Onwards. Mal gucken, ob ich das dann irgendwie demnächst mache. So, weiß ich nicht. Stellenweise. Moment, vielleicht haben wir da noch ein paar mehr Pfeile. Dann brauche ich den Kram nicht kaufen. Ich möchte nichts kaufen. Das musst du nicht jedes Mal tun, Epona. Ich finde es eigentlich lustig, bis auf minimale Sachen, dass sich eigentlich in Hyrule nicht wirklich viel verändert hat durch Ganondorf. Schaffst du den Sprung? Nein, schaffst du nicht. Ich bin sehr enttäuscht, Epona. Sehr enttäuscht. Hallo? Ist gut, stehen bleiben. Ohne stehen bleiben läuft das Business nicht. So, wir müssen ja sowieso da lang zum Reich der Zoras. Ich glaube, ich hatte da ja als Youngling mit diesen komischen Bohnen was gepflanzt. Mal gucken, was das jetzt für Früchte trägt. Schubidubdub. Wo ist eigentlich die Eule gewesen? So, Pfeile, 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 Pfeile. So, mal gucken. Pfeile müsste ich jetzt wieder voll haben. Mir fehlen noch ein paar Gegenstände, aber die werde ich auch noch zusammenkriegen. So. Holy. Das ist auch etwas. Aber ich weiß, warum ich nochmal zurück möchte. Schnellreise. Wie mache ich nochmal das mit dem Auge der Wahrheit jetzt? Die Steine. Hm.
Man erzählt sich es seit 9.03 Uhr. Jetzt ist es 9.05 Uhr. Zeit geht echt schnell rum. Ich habe keine Ahnung, wie das nochmal funktioniert. Hopp. Normaler Feenbrunnen. Okay, nichts Special. Das können wir direkt wieder raus. Ich hätte den Shortcut. Den Shortcut nehmen sollen. Hui. Teleportation. Damit hätte man das meiste sparen können. Ernsthaft, Link. Spring einfach hier hoch. Den. Bitte sehr. Schade, ich dachte, jetzt könnte ich jetzt so einen Badass-Rückwärtsüberschlag nach oben machen. Aber ich glaube, das möchte Link nicht. Das ist zu basic für ihn. Und es fängt an zu schneien. Weil, mein Gott, hänge ich jetzt gerade wirklich an diesem... Oh Gott. An diesem Bündchen hänge ich fest. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können das mal langsam sein lassen. Ja gut, scheinbar können wir es nicht. Vielleicht sollte ich mal anfangen, hier Dingens Master of Puppets vorzuspielen. Dann haben wir das. Komme ich mir vor wie eine Puppe, die ganze Puppenlieder spielen soll. Ja, ja, spiel mal, spiel. Okay, so. Magic. Wird nicht erklärt, warum der Wasserfall sich spaltet. Das ist einfach so. Lebt damit. So. Ziemlich eisiger Mist. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Habe ich nicht eine Methode dazu öffnen hier? Wie wäre es, wenn ich das benutze? Komm her, komm her! Okay. Und nochmal. Hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Egal, gehen wir erstmal nach oben. Der King muss davon erfahren. Und oh mein Gott! Sir. Nee, nee. Hä? Okay, was zum Geier war das jetzt bitte? Versuchen wir es nochmal. Wir haben ja genug Magie. Zählt sich seit 13.05 Uhr. Okay. Das ist sehr schön für 13.05 Uhr. Okay, ich habe jetzt die Hälfte meiner Magiepunkte verbraucht und ich weiß bis jetzt nicht warum. Klappt nicht, gehen wir mal nach hinten. Ach, hier fließt noch Wasser. Hier ist nicht gefroren oder was? Zoras Quelle. Der Wall ist weg. An seiner Stelle sind riesige Eiszapfen. Pff, keine Eiszapfen sind.
sind technisch gesehen eigentlich Eisschollen. So, komm. Okay, was du jetzt machst, Link, ist doof. Okay. Hallo. Was auch immer. Herzteil. Das ist alles, was hier zählt. So. Okay. Jump. Warum spinnen die Dinger so heftig? Let it be blade. Dieses Lied war damals so ein Ohrwurm. So, wo führt mich das hin? Eishöhle. Stopp. Keine Map hier. Schorjugen. Nee, das funktioniert nicht. Also war ich mal da. Okay, Leute, dann stellen wir den Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.